Rob fällt hier in Persien ganz besonders auf, denn er kommt aus einem Land, von dem wir höchstens mal gehört haben. Er ist so selbstbewusst und zielgerichtet und bereichert uns mit neuen Ideen und Methoden. Also, meine Herren, Vorschläge. Vielleicht braucht er nur etwas Ruhe. Er hat Schmerzen. Überleg doch, was ihm helfen. So machen wir das in England. Er schafft es, dort als Student aufgenommen zu werden und ist so seinem Lebenstraum relativ nahe und erlebt dann in Persien eben die ein oder andere Geschichte mit dem einen oder anderen Weggefährten, unter anderem mir. Ich spiele einen Studienkollegen von dem Medikus, ich spiele Karim. Bei Allah, nicht noch einer von euch. Lieber noch ein Jude als ein verwöhntes, faules, reiches, persisches Großmaul. Pass auf, wenn du beleidigst, Nedim. Mein Vater hat der Bibliothek 30 Bände gespendet und ich werde dafür sorgen, dass du nicht einen davon ausleihen darfst. Karim, Mirdin. Rob ist wirklich froh, als er die beiden Jungs zum ersten Mal in Ibn Sinas Unterricht trifft. Danke, dass ihr mit Ibn Sina geredet habt. Das war leichter, als du es dir vermutlich vorstellst. Gestern habe ich etwas entdeckt, das für jene, die ein Instrument... Du bist hier in Ibn Sinas Physikunterricht. Einfluss von Musik. Er hat wirklich so einen Lebenstraum, den er verwirklichen möchte, aber das ist für jemanden wie Karim erstmal so ein bisschen strange. Und Karim ist ja nicht so ein Typ. Also Karim schläft ja auch immer ein im Unterricht oder kommt besoffen in die Uni und ist eigentlich so genau das Gegenteil von dem. Aber er mag ihn. Früher aufstehen kann man nur, wenn man vorher auch ins Bett gegangen ist. Schande über dich, Karim. Ein wahrer Muslim meidet Wein und schlechte Gesellschaft. Ein wahrer Muslim meidet den Rat von Studienabbrechern, die es nur zum Hausmeister gebracht haben. Dem sind so Konventionen total egal und wenn jemand cool zu ihm ist, dann ist er cool zu dem und so ist es dann auch mit Medikus. Also die beiden verstehen sich dann auch ganz gut zusammen mit einem Dritten, der Mirdin. Mirdin ist ein Schüler jüdischer Herkunft. Er ist eine gute Seele. Haben deine Eltern nichts dagegen, wenn du einen Fremden mit nach Hause nimmst? Wenn ich einen jüdischen Mitstudenten auf der Straße schlafen ließe, würden die mich enterben. Isfahan war so ein Umschlagplatz für alle Religionen aus aller Welt. Also zu der Zeit gab es da ja auch irgendwie Juden, Katholiken, Muslime und so weiter. Auch. Sind die Mädchen in England so hübsch wie unsere? Hübscher. Hübscher. Hallo, Karim. Sind ihre Körper wie Zypressen, gleich die Haare einem Wasserfall? Einige von ihnen haben sogar rotes Haar. Rot? Das macht diese Freundschaft aus. Die drei Jungs hängen einfach zusammen ab und haben Spaß. Auch wenn es wichtigere Dinge gibt, ist es das Einzige, was wirklich zählt. Wenn eine Gruppe von Menschen unterschiedlicher Herkunft gemeinsam für eine Sache einsteht, dann kann viel Gutes getan werden. Gelobt sei Allah! 110, viel weniger als gestern. Die Zahl der Toten geht zurück. Es ist natürlich schön, wenn ein Film sowas widerspiegeln kann und wenn ein Film, was ja auch im Medikus gezeigt wird, eben so eine Toleranz vermittelt zwischen Religionen und zwischen verschiedenen Menschen, eben so eine Gleichbehandlung stattfindet. Never let anything. Lass dich niemals von dem abhalten, was du für richtig hältst. Wenn es sich für dich gut anfühlt, dann tu es einfach. Vertraue niemandem blind, sondern versuche alles zu hinterfragen.